Ich bin Trixie und ich bin 35 Jahre alt. Ich bin Mardo, ich bin 27. Mein Name ist Halifa und ich bin 43 Jahre alt. Ich glaube, für mich hat Rassismus eine Struktur, wenn ich die Post schaue. Es scheint so klein zu sein. Aber weißt du, wenn ich einen Katalog für Bürobedarf schaue, dann sehe ich nur weiße Menschen. Ja, arbeiten nur weiße Menschen im Büro? Nein. Also ich bin schwarz, ich arbeite in einem Büro. Aber nein, es gibt nur weiße Menschen. Früher habe ich Leute wie mich in Hip-Hop-Videos gesehen, auf MTV, 50 Cent mit einem gestrauten Körper. Und heute hat es zum Teil für einzelne Leute, die eben zum Beispiel im kulturellen Betrieben sind oder an Universitäten. Aber es sind ganz, ganz wenige Leute und es könnten mehr sein. Offiziell zum Thema Rassismus an der Schule, das hat einfach angefangen mit meinen Kindern. Und dort sind mir dann so ein bisschen Sachen aufgefallen. So, ich es gibt so gewisse Barrieren, die halt strukturell bedingt sind. Es fängt eben an mit verschiedenen Sachen, aus welcher Klasse kommst, wo kommen deine Eltern, welche Sprache reden sie, wie fest können sie dich pushen und unterstützen. Die Gleichberechtigung und so muss doch da sein. Sie muss in der Schule existieren, mit allen Kindern, unabhängig von wo sie kommen, was sie machen. Zudem hat es auch noch im Bildungssystem verschiedene Hürden, zum Beispiel das mit Empfehlungen für die Gymer. Ich sage nicht, jedes Kind muss nach dem Gymnasium, aber es muss einfach ganz klare Regelung sein, weil es kann nicht sein, zum Beispiel, wenn man Übertritt macht in die siebte oder Oberstufe, dann hat man Elterngespräche. Dort wird dann sofort kommuniziert. Da sieht man einfach nicht so irgendein akademisches ist verläuft. Und das Kind ist dreifach sechs. Und das sind Sachen, die mich persönlich also sehr, sehr treffen. Weil eigentlich sehe ich die Lehrer, oder? Sie müssen einfach jemand sein, der motiviert, der sagt, ja, du kannst es und du kannst es schaffen, komm, probier. Oder dann später gibt es halt auch viele Sachen, wo die Leute in eine gewisse Ecke gedrängt werden. Das, was die Schweiz braucht, ist zum Beispiel Leute in der Pflege. Und dann werden viele junge Leute, die ähnlich aussehen wie ich oder ähnliche Geschichte haben wie ich, eben so ein bisschen, das sind gedrängt. Wenn ich auf Rassismus auf dem Arbeitsmarkt denke, kommt mir einige Dinge im Sinn. Subtile Rassismusbeispiele. Eine Kollegin, die mir fragt, aber wieso stehst du früh auf? Weil du dann das Haus putzen möchtest? Wie Frauen, die ich in Afrika gesehen habe. Von anderen Eltern habe ich gehört, sobald sie beim Elterngespräch irgendetwas mit dem Gymnasium angefangen haben, ist total in Blockade. So im Sinn, dass ausländische Eltern ihre Kinder mehr unter Druck setzen. Ich bin immer sprachlos im Kopf von mir, dann läuft das wirklich spaziert. Bin ich ja vielleicht zu dünnhäutig? Du stellst dich wieder in Frage. Ich arbeite im öffentlichen Amt mit mehr als ein paar hundert MitarbeiterInnen. Ich habe noch nie mehr mit einem Kopftuch an einem Schalter gesehen. Ich war 3 Jahre in der Ostschweiz. Dann habe ich angefangen, ein anderes Job zu finden. Zuerst habe ich angerufen und ich habe nicht meinen Namen gesagt. Ich habe einfach gesagt, hey, ich habe einen Master. Wäre dieses Profil für Sie interessant? Und ja, absolut. Absolut unbedingt sich bewerben. Dann habe ich meine Bewerbung gleich geschickt. Dann kam die Antwort, ja, nein, wir haben keine Stelle und solche Profile interessieren uns nicht. Und was mich dann auch mehr noch aufregt, dass die Menschen denken, ich kenne Studium, ich kenne Gymnasium, nur von hier. Jedes Land, egal von wo das Kind kommt und so, die haben das Gleiche, oder? Die haben auch Gymnasium, die haben auch Universität, die haben auch alles, oder? Es ist etwas, wo mich dann diskriminiert. Wo ich dort mehr Mühe habe. Wie ich darauf reagiert habe, ich war sprachlos. Gestern sagen sie, ja, okay, wir suchen solche Profile und heute kriege ich das Antwort, also schwarz auf weiß, nein, geht nicht. Und natürlich, man sagt nicht, wir stellen dich nicht ein, weil du schwarz bist oder weil du Maseraka heißt, ja, keine Ahnung. Und ich habe immer mein Foto auf meinem CV gehabt, also die Leute, sie wissen. Sie wissen, was sie kriegen, wenn ich mich bewerbe. Mit Name und mit Foto. Die Ursachen, das kann man nicht nur bei der Schule selber bewältigen. Da muss schon, weißt, bei der Ausbildung zum Beispiel von Lehrpersonal, müsste das dort, weißt, eingeführt werden, dass man sich mit dem Rassismus und Rassismusfragen muss auseinandersetzen. Die Politik in der Schweiz ist noch nicht so repräsentativ. Viele Leute haben auch recht grossen Respekt, sich dem homogenen Kreis auszusetzen, weil du bist dann dort und alle dich dann schön schubatisieren. Daher habe ich so das Gefühl, es ist so ein gegenseitiges Ausschliessen. Aber natürlich verbunden mit Hürden. Wie kommt man überhaupt in die Politik hinein? Man muss gewisse Leute kennen, man muss einen gewissen Stand haben in der Gesellschaft. Jemand ohne Schweizer Einbürgerung kann nicht Politik machen, kann nicht wählen und kann nicht stimmen. Und dann fehlt schon ein Viertel von den hier lebenden Leuten, die nicht teilhaben an der Politik. Ich wünsche mir, ich hätte diese Erfahrungen lieber nicht gemacht.
aber so ist es, das kann ich nicht ändern. Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist ganz einfach. Ich will nicht Euro-Million gewinnen, ich will einfach, dass es nicht mehr passiert und dass alle die gleichen Chancen haben. Du bist qualifiziert, okay, gut, los.